Sie, ich sollte ihm noch mal eine Chance geben. Sie sollten für sich herausfinden, ob er es diesmal ehrlich mit Ihnen meint. Sonst kommen Sie doch nie zur Ruhe. Lassen Sie die Frau in Ruhe. Entschuldigung, aber was geht Sie das an? Merken Sie nicht, dass Frau Bothe sich in Ihrer Anwesenheit unwohl fühlt? Komm, lass uns gehen. Diesmal ist es kein Versehen, sondern ein richtiger Antrag. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Gregor, willst du mich heiraten? Hältst du mich für bescheuert? Ich halte dich überhaupt nicht für bescheuert. Ich habe dir gerade einen Antrag gemacht. Ja, aber was soll das denn? Ich denke, heiraten ist für dich Blödsinn. So habe ich das nie gemeint. Ach, komm, hör doch auf, Leonie. Man macht doch nicht nur einfach so aus Quatsch einen Antrag. Das habe ich doch nicht. Auch nicht, um sich für irgendwas zu entschuldigen. Du liebst mich und ich liebe dich. Wieso sollten wir da nicht heiraten? Ich dachte, dir wäre das so wichtig. Das ist es auch. Und deshalb will ich auch nicht, dass du das auf die leichte Schulter nimmst. Du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Ich nehme dich dann ernst, wenn du es ernst meinst. Ach, du bist so ein Idiot. Ja? Herr Saalfeld, darf ich Sie kurz stören? Aber natürlich. Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Möchten Sie einen Tee oder Kaffee? Nein, danke. Ich will Sie sowieso nicht lange aufhalten. Aber nicht doch. Was kann ich denn für Sie tun, Samir? Es geht wieder einmal um Herrn Obote. Ja. Sie haben sich doch sehr dafür eingesetzt, dass er hier wohnen darf. Mhm. Warum? Nun, Ihr Vater sucht ein Zimmer, der Fürstenhof ist ein Hotel. Warum sollte ich ihm das verweigern? Jeder, der kein Verbrecher ist und zahlt, darf hier wohnen. Es wäre mir aber lieber gewesen, wenn er sich nicht hier einquartiert hätte. Ich weiß, dass Ihr Verhältnis nun, ja, sagen wir mal, gespannt ist. Aber ich weiß auch, dass Ihr Vater ein Mann ist, dem seine Tochter wichtig ist. Er liebt sie sehr. Trotzdem, er hat versucht, über mein Leben zu bestimmen und hat mich behandelt wie einen Gegenstand. Ja, ich kann verstehen, dass sie das verletzt hat. Aber dass Ihr Vater die weite Reise von Afrika unternommen hat, um sich mit Ihnen zu versöhnen, das spricht doch für ihn. Es ist natürlich Ihre Entscheidung, aber ich finde, er hat eine Chance verdient. Und Sie vergeben sich doch nichts damit. Und was ist, wenn er mich wieder zurückholen will? Ja. Was auch immer passiert, Ihr Zuhause ist hier, im Fürstenhof. Ich habe Charlotte versprochen, dass ich auf sie aufpasse. Und das werde ich auch tun. Was war denn nur mit diesem Gärtner los? Mach dir seinetwegen keine Gedanken. Er wollte mir verbieten, mit dir zu reden. Das geht denen doch gar nichts an. Das ist einfach nur ein netter Kollege, der gedacht hat, ich werde belästigt. Netter Kollege? Ich hatte das Gefühl, er würde mir am liebsten den Hals umdrehen. Du wolltest doch nicht mit mir alleine sein, um mit mir über meine Kollegen zu plaudern, oder? Es geht um uns. Da gibt es nichts mehr zu bereden. Es sei denn, du bist gekommen, um mir den Tag deiner Abreise mitzuteilen. Heute ist unser Hochzeitstag. Hast du das vergessen? Nein. Bedeutet dir das denn gar nichts mehr? Joshua, du bist doch nicht den weiten Weg aus Uganda gekommen, um mir zum Hochzeitstag ein paar Blumen zu schenken. Und wenn das so wäre? Vera, bitte hör mich an. Nein, jetzt hörst du mich an. Wenn du schon mal hier bist, dann lass uns die ganze Sache zu Ende bringen. Welche Sache? Unsere Ehe. Ich will die Scheidung. Und zwar so schnell wie möglich. Dieser Mistkerl. Ich könnte ihn erwürgen. Was bildet er sich überhaupt ein? In Afrika mag das vielleicht so eine Art Häuptling sein, aber hier hat er sich anständig zu benehmen. Du sprichst von Herrn Obote. Ja.
Weißt du, was der Kerl gemacht hat? Erzähl's mir, aber beruhig dich bitte. Der hat sich die Vera geschnappt und geht jetzt im Park mit ihr spazieren. Ja, und? Ja, die feiern ihren Hochzeitstag. Was? Wenn ich den Kerl erwische, dann gnade ihm Gott. Was soll das heißen, Sie feiern Ihren Hochzeitstag? Du weißt doch, dass der bei mir im Gewächshaus war wegen dieser verdammten Rosen. Ja, ich habe ihm klargemacht, dass ich nicht sein Diener bin und wollte ihn gerade rausschmeißen. Wolltest was? Ja, und da kam die Vera dazu. Und was macht der Kerl? Der stürzt sich auf sie wie ein Geier und verschwindet mit ihr. So eine Unverschämtheit. Johann, bitte, jetzt beruhig dich endlich. Alfons, ich hätte dem gleichen Paar auf die Mütze geben sollen. Und weißt du was? Das hole ich jetzt nach. Hörst jetzt auf! Wir sind hier in einem 5-Sterne-Hotel und nicht im Pavian-Gehege. Jetzt erzählst mal erst einmal, was genau passiert ist. Was soll ich denn? Aber ganz in Ruhe. Das kann ich nicht. Ich muss hier raus. Wo willst du denn hin? Ja, keine Angst, ich bring den schon nicht um, aber ich muss jetzt hier raus, sonst platzt mir der Schädel. Weißt du was? Ich gehe jetzt Holz hacken. Das hilft. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich willst. Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Vera, auch wenn du es mir nicht glaubst, ich liebe dich noch immer. Ha, du hast mich aus dem Dorf gejagt. Wie kannst du es wagen, das Wort Liebe überhaupt in den Mund zu nehmen? Du übertreibst, so war es. Nein, ich übertreibe nicht. Ich werde diese Demütigung nie vergessen. Vera, bitte. Ich habe dich damals verehrt. Ich verehre dich noch immer. Wenn dir so viel an mir liegt, dann bitte geh und lass mich in Ruhe. Mich und Samia. Halt Samia da raus. Samia ist auch meine Tochter. Du kannst mir den Kontakt zu ihr nicht verbieten. Oh doch, das kann ich wohl. Nach allem, was du ihr angetan hast. Bitte. Was zwischen mir und Samia ist, geht dich nichts an. Was die Scheidung betrifft, darüber können wir reden. Du bist einverstanden? Es bricht mir das Herz. Aber wenn du es unbedingt willst, du kannst die Scheidung haben. Das klingt wirklich gut. Es freut mich, dass ihr euch so rasch eingelebt habt, Robert. Ja, mach ich. Grüß du Miriam. Okay, mein Sohn, bis bald. Ciao. Ja, bitte? Du wolltest mich sprechen. Fein, dass du mal Zeit für deinen Bruder hast. Du weißt doch, ich springe sofort, wenn du mich rufst. Ja, schön wär's. Was gibt's denn? Wo bleibt der Kostenvoranschlag für das Wohltätigkeitsbankett? Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Also ich find's nicht zum Lachen. Ich warte schon seit Tagen darauf. Und du sollst ihn auch bekommen. Er steht ganz oben auf meiner Liste. Wenn ich ihn nicht sofort bekomme, stehst du bald ganz unten auf der Gehaltsliste. Hast du eigentlich eine Ahnung, was für eine Publicity uns diese Veranstaltung bringt? Natürlich. Und es lässt den Fürstendorf in gar keinem guten Lichte dastehen, wenn wir nicht in der Lage sind, pünktlich eine genaue Kalkulation vorzulegen. Wie gesagt, du bekommst sie so bald als möglich. Die Schirmherrin der Veranstaltung, Landrätin Zwick, bombardiert mich schon seit Tagen mit Anrufen. Ist sie so gespannt auf mein Menü? Nein, weil sie ohne deine Berechnung die Eintrittspreise nicht festlegen kann. Und ohne die kann sie nicht garantieren, dass der gewünschte Spendenbetrag zustande kommt. Ja, schon klar. Aber zuerst muss ich endlich mal erfahren, wie viele Gäste erwartet werden. Wende dich bitte an Frau Tarasch oder an Frau Marquardt. Das dürfte doch wohl nicht so schwer sein. Oder gibt es da etwa Probleme? Natürlich nicht. Na wunderbar. Dann mach dich an die Arbeit, mein Bruder Herz, die Zeit drängt. Vielleicht haben Herr Saalfeld und Frau Tarasch recht. Ich muss herausfinden, ob Vater sich verändert hat. Oder ob er immer noch der Mann ist, der mich verkaufen wollte. Wenn er es wirklich bereut und ich mich nicht mit ihm ausspreche, dann finde ich nie meinen Frieden. Aber ich kann ihm einfach nicht vertrauen. Wie soll ich denn herausfinden, was er wirklich denkt?
Wenn Charlotte doch nur hier wäre. Ging es Vater damals nur ums Geschäft? Oder hat er sich vielleicht doch Sorgen um mich und meine Zukunft gemacht? Gregor, er war doch als Arzt in unserem Dorf, nachdem ich geflüchtet bin. Er könnte wissen, was Vater wirklich gedacht hat. Aber ob ich ihn jetzt noch um Hilfe bitten kann? Ich habe ihn gestern so abblitzen lassen. Hoffentlich trägt er mir das nicht nach. Na, hast du Leonie immer noch nicht gefunden? Doch, habe ich. Aha. So wie es aussieht, ist alles bestens gelaufen. Sag mal, ist er dir immer noch sauer wegen dieser Ehering-Geschichte? Im Gegenteil. Dieses Mal hat sie zwei Gläser auf den Tisch gestellt. Mit einem Ring drin? Nein. Doch, dieses Mal war es kein Missverständnis. Warte mal, Leonie hat dir einen Heiratsantrag gemacht? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Man heiratet aus Liebe und Überzeugung und weil man den Rest seines Lebens miteinander teilen will, Felix. Und nicht aus so einer Laune raus. Zwei Gläser auf den Tisch stellen, Ringe reinwerfen und hoffen, dass alles gut ist, das kann es doch nicht sein. Jetzt warte mal. Erst fühlst du dich auf den Schlips getreten, weil Leonie negativ auf deinen Antrag reagiert hätte, richtig? Richtig. So, und jetzt macht Leonie dir einen Antrag und das passt dir auch nicht. Du verstehst es eben nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Erklär es mir doch einfach. So, da bin ich. Jetzt wirst du mich nicht mehr los. Wer sagt denn, dass ich das will? Und? Wo darf ich mich jetzt breit machen? Sag mal, ist das alles? Ja, klar. Im Gegensatz zu Frauen kommen Männer nämlich mit relativ wenig aus. Ah ja, was soll das jetzt heißen, ha? Sei mal ganz ruhig, sonst kriegst du nämlich kein Geschenk. Geschenk? Ja. Für mich? Wofür? Na ja, dafür, dass ich bei dir einziehen darf. Was habe ich mit dir bloß für einen Fang gemacht? Tja. Ein Mann mit Manieren. Massageöl? Ja, inklusive Masseur. Unter den Umständen darfst du so lange bei mir bleiben, wie du willst, versprochen. War das jetzt ein Antrag? Hör mal, nur weil wir beide jetzt zusammenziehen, heißt das noch lange nicht, dass wir gleich vor den Traualtar müssen. Wer weiß, was ich für Seiten an dir entdecke. Ja, war auch bloß ein Scherz. Es ist nur so, ich war vorhin dabei, als Leonie Preisinger Herrn Bergmeister einen Antrag gemacht hat. Sie ihm? Ja, mit zwei Sektgläsern, in einem lag ein Trauring. Hat aber nicht geklappt. Na, ich glaube, unser Herr Doktor hätte es lieber ein bisschen seriöser gehabt. Ja, aber ich dachte, die beiden wären so verliebt ineinander. Ja, so verliebt dann aber wohl doch nicht. Ja, da kann ich nur hoffen, dass du nicht irgendwann auf die Idee kommst, mir auf unseriöse Weise einen Antrag zu machen. Wieso? Was dann? Ja, naja, es könnte sein, dass ich ihn annehme. Das habe ich schon kapiert. Du findest, mit einem Antrag sollte man keine Späße machen. Dafür ist dieser Moment einfach zu wichtig. Also zumindest für mich. Das hat Leonie ja auch begriffen. Deswegen hat sie doch die Nummer mit den Gläsern abgezogen. Aber sie geht die Sache viel zu locker an, Felix. Warst du jetzt so unromantisch? Hätte sie lieber mit einem Stehgeiger und Rosenblättern um deine Hand anhalten sollen? Also erstens hat sie es von dem anderen Pärchen geklaut. Und zweitens, und das ist viel schlimmer, hat sie es nur getan, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Meinst du? Ja, klar. Sie hat doch gesehen, wie geschockt ich über ihr Verhalten war. Ach so. Und um dich zu trösten, hat sie dich gefragt, ob du sie heiraten willst. Ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall habe ich nicht den Eindruck, dass sie bewusst ist, was es bedeutet, mit jemandem eine Ehe einzugehen. Oh, du solltest dich mal hören. Oh, was ist aus Gregor, dem Abenteurer, geworden? Was ist aus dem Mann geworden, der jahrelang in Mexiko war und in Afrika? Da hast du auch nicht drüber nachgedacht, was die Zukunft bringt. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, Felix. Das finde ich nicht. Ich versuche nur verantwortungsvoll mit meinen Beziehungen umzugehen, Felix. Ja, was dir offensichtlich auch wahnsinnig gut gelingt. Irgendwie ticken wir zwei ziemlich unterschiedlich. Ich hab's gern ein bisschen ernsthafter. Und Leonie... Und Leonie ist ein Spring ins Feld? Gregor, Leonie hat's nur gut gemeint. Sie wollte dir helfen. Leonie liebt dich. Ja, vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger mit dir umgehen. Das meine ich aber auch.
kannst du deine Sachen nicht mal woanders hin tun? Ganz ruhig. Was ist denn mit dir los? Hast du immer noch Ärger mit Gregor? Ja, und warum? Weil du mir so einen Schwachsinn erzählt hast. Was habe ich denn bitte gesagt? Du hast gesagt, ich soll Gregor heiraten, wenn es ihm wichtig ist. Bitte was? Das habe ich weder gesagt noch so gemeint. Ach ja, das klang aber ganz anders. Du hast ihm tatsächlich einen Antrag gemacht? Mhm. Und er hat abgelehnt. Allerdings. Kopf hoch. Das wird schon wieder. Der reuige Fast-Ehemann? Mhm. Siehst du, ist doch nur halb so wild. Was machst du denn? Ich will jetzt nicht mit ihm reden. Und wieso? Weil ich keine Lust habe, diesen ganzen Beziehungsirrsinn schon wieder durchzukauen. Leonie, schade, dass ich dich jetzt nicht erreiche. Meine Reaktion vorhin war, naja, ein bisschen daneben. Lass uns doch später treffen und mal drüber reden, ja? Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao. Hey, Gregor. Samir. Na, wie geht's? Ja, alles klar. Und bei dir? Ich wollte mich unbedingt bei dir entschuldigen. Du? Wieso das? Ja, weil ich dich letztens so angefahren habe, als du wissen wolltest, was mit meinem Vater ist. Ach, das habe ich schon vergessen. Du, ich weiß auch nicht, was los ist. Ist in letzter Zeit alles nicht so leicht. Kein Problem. Ich bin dir nicht böse. Wirklich nicht? Manchmal sagt man Dinge, die man nicht so meint. Das passiert jedem Mal. Dass dein Vater hier ist, setzt dir ganz schön zu. Hm? Ja, genau deshalb wollte ich auch mit dir reden. Ich muss unbedingt mehr über ihn erfahren. Wie soll ich dir da helfen? Ich will wissen, ob er sich verändert hat, wie er jetzt denkt. Ob er sich verändert hat, seitdem ich weg bin aus Uganda. Du warst doch damals in unserem Dorf, als die Cholera-Epidemie ausgebrochen ist. Weißt du mehr über ihn? So, der ist sanft, anmutig, tiefgründig und ich empfehle ihn nur Gästen, zu denen er auch passt. Aber nicht verraten, ja? Zum Wohl. Das machst du ganz gut. Was genau meinst du? Ich habe gesehen, wie hingerissen die beiden an deinen Lippen hingen. Du würdest wohl gerne meinen Job machen, was? Nein, aber ich freue mich doch, wenn mein Sohn ein bisschen Spaß mit hübschen Frauen hat. Aber ich kann Privates und Berufliches sehr gut trennen. Mach dir keine Gedanken. Das mache ich auch nicht. Und falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich bin sehr glücklich verliebt. Naja, ich weiß. Ich wollte dich auch wegen einer ganz anderen Sache sprechen, was beruflich ist. Es geht um das Wohltätigkeitsbankett. Was ist damit? Hast du dir schon Gedanken über den Wein gemacht? Ich habe eine Vorauswahl getroffen, ja. Ich möchte, dass wir nur exzellente Weine kredenzen. Wieso das denn? Ist doch für einen guten Zweck. Und außerdem hat Victoria mir schon die Vergleichspreise vom letzten Jahr gezeigt. Ja, die Liste kenne ich auch. Ja. Aber ich will unseren Gästen was Besonderes bieten. Du hast doch irgendwas vor, hm? Nein. Aber die Leute, die zu diesem Bankett kommen, ich meine, die sind doch keine armen Schlucker. Die haben Stil und kennen sich aus. Ja, und? Ja, ich will ihre Spendierfreude durch besonders hochkarätige Weine etwas anspornen. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, gut, das mag sein. Lass uns das so machen. Und wenn jemand fragt, sag, ich hätte es so angeordnet, hm? Oder bin ich gut? Na ja, mit einem Hammer wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Warum so brutal?
Du denkst wahrscheinlich immer noch an deinen Monsieur Doktor, ey? So ein Quatsch. Ich will nur, dass mein Flugzeug endlich in die Luft kommt. Hey, was soll das? Ich muss auch mal daran. Danke. So. Oh. Na warte, ich kriege dich. Das wirst du bereuen. Es waren schlimme Wochen damals. Das kann ich mir gut vorstellen. Fast jede Familie in deinem Dorf war von der Cholera betroffen. Aber zum Glück konnten wir das Schlimmste verhindern. Es gab kaum Tote. Du warst der Retter für mein Dorf. Das werden sie dir nie vergessen. Wie auch immer. Ich meine, ich hatte so viel zu tun, dass ich auf jeden Fall von den Problemen in deiner Familie überhaupt nichts mitbekommen habe. Du hast nicht mit meinem Vater gesprochen? Doch, das schon. Aber von sich und seiner Familie hat er mir nichts erzählt. Ich weiß nur, dass er sehr geachtet war im Dorf. Ja, nach außen war er immer der große Ehrenmann. Du hast nach wie vor Angst vor ihm, stimmt's? Also, früher habe ich immer zu ihm aufgeschaut. Aber als er mich mit Kavanga verheiraten wollte, deswegen will ich auch nicht noch einmal mit ihm reden. Ich will einfach nicht noch einmal so tief von ihm enttäuscht werden. Ich habe dich auch schon mal enttäuscht. Das kann man nicht vergleichen. Du hast mir ja nie was versprochen. Aber er ist mein Vater. Und er müsste mich lieben und beschützen. Aber er wollte mich eintauschen gegen Geld und Ansehen. Stopp. Willst du das wirklich? Wir sollten nichts tun, was du später vielleicht bereuen könntest. Was ist bloß los mit mir? Wir sollten es besser dabei belassen, ja? Und danke, dass du die Notbremse gezogen hast. Wenn ich sagen würde, das habe ich gern getan, würde ich lügen. Leonie, du bist wirklich sehr attraktiv. Aber solange du vergeben bist... Einfach nicht mein Tag heute. Wie sagt man so schön? Es gibt Tage, an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen gewinnen die anderen. Du sagst es. Heute habe ich jedenfalls gewonnen. Na, ich habe rausgefunden, wie gut du küssen kannst. Was schreiben Sie eigentlich die ganze Zeit? Ach, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ach, das ist der Kostenvoranschlag für das Wohltätigkeitsmenü. Unser lieber Herr Direktor will ihn noch heute haben. Austern, Straußenmedaillons, Trüffel. Puh, da haben Sie das Beste vom Besten aufgefallen. Ja, wir sind schließlich ein Fünf-Sterne-Haus. Ja, schon. Aha. Also, Robert hat sich immer bemüht, möglichst günstige Menüs zusammenzustellen, damit die Karten nicht so teuer werden und mehr Gäste kommen. Schon klar. Es ist doch für einen guten Zweck. Ich weiß, warum Robert es so gemacht hat. Aber ich habe mir eine andere
Strategie überlegt. Je besser das Essen, desto höher die Spendenbereitschaft. Ja, aber wenn die Karten zu teuer sind, dann kommen nur weniger Gäste. Qualität statt Quantität, liebe Hildegard. Das ist mein Motto. Lieber weniger Gäste, dafür einen wesentlich höheren Spendenertrag. Das funktioniert aber nur, wenn wir unseren Gästen ein exquisites Mahl präsentieren. Und dafür brauche ich Sie. Mich? Ja, dieses Bankett soll etwas ganz Besonderes werden, aber ohne Ihre Hilfe schaffe ich das nicht. Vertrauen Sie mir, das wird ein Riesenerfolg, über den man noch lange reden wird. Und außerdem, für einen guten Zweck lohnt sich doch jede Mühe, nicht wahr? Ja, da haben Sie allerdings recht. Also kann ich auf Sie zählen? Mhm. Joshua hat doch tatsächlich in die Scheidung eingewilligt. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist doch alles nur Taktik. Ich weiß nicht, ich hatte schon den Eindruck, dass er es begriffen hat. So schnell gibt der Kerl nicht auf. Der wird alles versuchen, um dich rumzukriegen. Meinst du? Aber das eine sage ich dir. Mit dem triffst du dich nicht nochmal. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich mich gar nicht mit dem treffen wollte? Ja, warum hast du es dann getan? Um zu verhindern, dass du ihm an die Gurgel springst. Ach so, jetzt bin ich wieder an allem schuld. Ach, noch was. Warum hast du eigentlich die Blumen von ihm angenommen? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Du hättest ihm das Grünzeug vor die Füße werfen können. Ich fass es nicht. Du begreifst wirklich gar nichts. So, dann kannst du vielleicht erklären, was zwischen euch läuft. Na, du vertraust mir doch sowieso nicht mehr. Also wenn du denkst, dass... Weißt du was, am besten hältst du dich aus der ganzen Sache raus. Ja. Damit ihr beide endlich freie Bahn habt. Na, servus. Schönen Abend wünsche ich dir. Was hat der gemacht? Der hat vor Wut Holz gehackt. Ja. Ich wollte ihm schon hinterher, um sicherzugehen, dass er keine Dummheiten macht. Das ist aber auch ein Hitzkopf. Ich mache mir langsam wirklich Sorgen um den Johann. Sag einmal, könntest du nicht einmal mit der Vera reden? Mit der Vera? Ja, um die müsstest du dir Sorgen machen. Wenn der Johann die noch mal mit dem Obote sieht, dann platzt er vor Wut. Ja, was bringt's denn dann, mit der Vera zu reden? Ja, mit der kann man wenigstens reden, im Gegensatz zum Johann. Ja, aber was soll sie denn machen? Die ist doch die eigentliche Leidtragende. Da wird sie ständig bedrängt von ihrem Ex-Ehemann, der eigentlich noch ihr Mann ist und von dem kein Mensch weiß, warum er hier ist. Und dann muss sie sich auch noch mit dem jähzornigen Johann rumschlagen. Ja, wenn der jetzt noch zusätzlich Ärger macht, das hilft wirklich niemandem. Alfons, bitte pass auf, dass da nicht noch ein Unglück passiert. Ja, wie denn? Soll ich ihm vielleicht die ganze Zeit hinterher schleichen? Ich muss den Johann gar nicht beschatten. Er meldet sich von selber. Servus, Johann, mein Lieber. Was kann ich für dich tun? Dass Johann immer so ein Sturkopf ist. Ich werde mich doch nie wieder auf Joshua einlassen. Warum glaubt er mir das nicht? Die Situation ist für Johann nicht einfach. Ja, für wen ist sie das schon? Jetzt stell dir das doch mal vor. Gerade Johann muss den heimlichen Geliebten spielen. Ich verstehe schon, dass er sich darüber ärgert. Ich weiß, wie schlimm das für ihn ist. Ach, und alles wegen Joshua. Warum musste der bloß wieder auftauchen? Hat Johann euch beide eigentlich zusammen gesehen? Er musste mit ansehen, wie Joshua mir Rosen schenkt. Dabei habe ich das Kapitel doch schon längst abgeschlossen. Was wollte Vater eigentlich von dir? Hat er dich belästigt? Nein, nein, das hat er nicht. Das Treffen hatte sogar sein Gutes. Joshua hat in die Scheidung eingewilligt. Was? Ja, es hat ihm natürlich nicht gefallen, aber ich glaube, er hat begriffen, wie wichtig mir das ist. Vielleicht hat er sich verändert, meinst du nicht? Wie kommst du darauf?
Die Blumen, die Einwilligung zur Scheidung. Sowas hätte er früher nie gemacht. Vielleicht... Was? Vielleicht sollten wir ihm eine zweite Chance geben. Du hoffst, dass er wieder der liebende Vater für dich wird, der er mal war. Aber ich werde ihm nie verzeihen, dass er dich gegen deinen Willen verheiraten wollte. Warum ist er bloß hergekommen? Der ist auch älter geworden und vielleicht hat er ja gemerkt, dass ihm seine Familie fehlt. Ja, aber gerade das zeigt doch, dass er sich vielleicht doch verändert hat. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber dass er dich jetzt mit seinem Diamanten kaufen will, deine Zuneigung, das zeigt doch, dass er immer noch der Alte ist. Ich hätte gerne gelöst, bitte. Gerne. Servus. Alfons, servus. Ist aber nett, dass du gleich gekommen bist. Sind wir Freunde oder nicht? Und? Hat's heute sagen, was geholfen? Ja. Und wie? Und trotzdem. Ich kann an nichts anderes denken als an Vera und diesen Mistkerl. Das habe ich nun davon, dass ich mich vornehm zurückgehalten habe. Was macht die Vera? Die geht dem Kerl wieder auf den Leim. Ist nicht zu fassen. Ja, aber du warst doch auch dafür, dass die zwei sich scheiden lassen. Ja, natürlich. Aber dass der so schnell klein beigibt. Und der Braten ist was faul. Alfons, der lässt sich nicht scheiden. Das ist alles nur eine Masche, um sich bei der Vera wieder einzuschleimen. Ja, ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja. Und soll ich dir was sagen? Die Masche funktioniert. Du müsstest mal hören, wie die Vera jetzt über den redet. Ja, und was hältst du davon, wenn ihr zwei einfach mal ein paar Tage wegfahrt? Nur die Vera und du? Was? Ich? So, zum Wohl. Danke. Ich soll mich vor dem Dschungelkönig verstecken? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, nicht verstecken, aber eine Luftveränderung wird euch beiden sicher gut tun. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich fahre nicht weg, schon gar nicht wegen Samir. Wenn ich mir überlege, was der Kerl mit dem Mädel anstellen könnte, na, das geht nicht. Naja, klar, aber dann wird da nichts anderes überbleiben, als dass du der Vera vertraust. Leider. Weißt was? Ich knöpfe mir den Kerl nochmal vor. Ach Johann, das ist doch keine Lösung. Ich bin mir sicher, die Vera wird die richtige Entscheidung treffen. Augen zu und durch. Und in ein paar Wochen ist der Kerl sowieso wieder weg. Wieso? Weil dann seine Aufenthaltserlaubnis abläuft. Hallo. Hallo. Wo ist die Nummer? Kann ich helfen? Ich suche die Kalkulation des Wohltätigkeitsblanketts vom letzten Jahr. Die haben Sie im Ordner Sonderveranstaltung abgeheftet, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt. Hm? Oh, ja, hier ist sie. Gibt's Probleme? Mir scheint die Kalkulation von Herrn Konopka für dieses Jahr etwas hoch. Ich will einfach nur die Zahlen vergleichen. Hallo? Hi, Victoria. Hallo, Simon. Na, immer noch fleißig. Die Arbeit nimmt kein Ende. Was machst du? Rate mal. Du sitzt doch nicht etwa in der Badewanne. Richtig. Um mich herum funkeln Kerzen. Neben mir stehen ein exzellenter Rotwein und zwei Gläser. Ach, Simon. Jetzt fehlst nur noch du zu meinem Glück. Du, ich kann hier noch nicht weg. Na gut. Dann muss ich wohl mit der Quietscheente anstoßen. Pass auf, ich beeile mich. Ich muss nur noch ein paar Dinger checken, dann bin ich bei dir, ja? Ja, aber lass mich nicht zu lange warten, okay? Sonst ist das Wasser kalt. Versprochen. Bis gleich. So. Soll ich das übernehmen? Was? Na, die Kalkulation. Haben Sie mehr Zeit für Ihr Date, hm? Das würden Sie machen. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Sie haben was gut bei mir. Dann einen schönen Abend noch. Viel Spaß. Danke.
Der gehört jetzt dir. Dein Vater ist krank. Sehr krank. Das ist nicht wahr. Samir, es kann ihm niemand mehr helfen. Dein Vater wird sterben. Nein, das... Es tut mir so leid. Du hast nur geträumt. Alles ist gut. Also hast du dich doch in ihn verknallt, oder was? Nein! Und der Kuss, der war harmlos. Also, du hast Marc geküsst? Dann hat Gregor gesagt, Joshua weiß nicht mehr zu helfen. Dass er bald sterben wird. Samir, komm. Entspann dich. Das war alles nur ein dummer Traum. Mein Gott, was bin ich nur für ein Esel? Ich beklag mich und jammer hier rum und dabei ist die Geschichte, die du mit deinem Vater hast, viel schlimmer. Habt ihr euch sehr zerstritten, Mama und du? Blöde Streit war vollkommen unnötig. Vergiss es einfach. Ich bring das mit deiner Mutter wieder in Ordnung. Ich rede mit ihr. Ich will nicht, dass ihr euch wegen Joshua streitet. Du und Mama, ihr seid doch meine Familie. Oder nicht? Natürlich sind wir deine Familie. Und glaub mir, egal was passiert, ich werde niemals zulassen, dass dein Vater dir nochmal wehtut. Frau Marquardt, Geschäftsführerin am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Treibt Sie die Sehnsucht in meine Küche? Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Aber da wären ja meine wildesten Träume wahr. Wie wär's mit einem Espresso? Ich möchte gerne, dass Sie sich das hier mal anschauen. Ja, ist meine Kalkulation. Das Bankett, stimmt da was nicht? Da haben Sie sich wohl verrechnet. Die Kalkulation ist völlig überzogen. Die Qualität hat eben ihren Preis. Die Frage ist, warum Ihre Lieferanten so teuer sind. Ich habe mich mal ein bisschen informiert und alles das, was hier auf dieser Liste steht, können wir wesentlich günstiger beziehen. Frau Marquardt, es ist sehr nett, dass Sie sich Sorgen um meine Arbeit machen. Das müssen Sie wirklich nicht. Ich bin hier der Chefkoch. Und was ich wo und mit welcher Qualität kaufe, ist ganz allein meine Sache. Und ich bin hier eine der Geschäftsführerinnen. Und wenn ich merke, dass einer meiner Angestellten illegale Absprachen trifft mit Lieferanten, dann ist das sehr wohl auch meine Sache. Das ist ja wohl absurd. Absurd? Sie beziehen Ware zu überhöhten Konditionen, das Hotel zahlt und Sie teilen sich den Gewinn mit Ihren Lieferantenfreunden? Sind Sie verrückt? Wenn Sie die Kosten für das Bankett nicht um die Hälfte reduzieren, dann... Was denn? Dann gehen wir mal zu Ihrem Bruder. Und dann schauen wir mal, ob Sie
vielleicht einfach nicht rechnen können oder ob sie in ihre eigene Tasche wirtschaften. Als Gregor gesagt hat, dass mein Vater sterben wird, ich war ganz sicher, es ist wahr. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Es hat so wehgetan. Wie damals, als Vater mich verheiraten wollte, ohne auch nur eine Sekunde daran zu denken, wie es mir dabei geht. Ich verstehe das nicht. Vater hat mich damit so verletzt. Und trotzdem liebe ich ihn. In meinem Herzen ist kein Platz für so unterschiedliche Gefühle. Ich muss was tun, sonst zerreißt es mich. Tag, Frau Terrasch. Frau Gruber, wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Ich möchte mich unbedingt bei Ihnen bedanken. Wofür? Dafür, dass Sie mir zugehört haben und für das, was Sie über mich und meinen Vater gesagt haben. Wenn ich Ihnen helfen konnte, das freut mich doch. Ja, das konnten Sie sogar sehr. Sie hatten recht. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Was haben Sie vor? Ich werde mich auf jeden Fall mit meinem Vater treffen. Guten Morgen. Morgen. Frühstücksservice. Ich habe jetzt ein paar frische Croissants mitgebracht. Ich habe dir gestern noch auf die Mailbox gesprochen. Habe ich gehört. Sei mir nicht böse, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr, dich gestern noch mal zu sehen. Sauer? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, das gestern, das tut mir leid. Ich wollte mich sowieso bei dir dafür entschuldigen. Schon gut. Nein, ich hätte deinen Antrag nicht so abschmettern dürfen. Vielleicht war es auch nicht so eine gute Idee mit den Gläsern. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so reingeschlittert, weil ich dir unbedingt alles recht machen wollte. Ja, aber das musst du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich meine, ich gebe zu, ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber... ein bisschen? Aber ich habe doch nie von dir verlangt, dass du dich irgendwie verbiegen sollst. Bin ich gegen eine schnelle Hochzeit? Bist du sauer? Und wenn ich mich dafür entscheide und dich überrasche mit einem Antrag, dann bist du es auch. Was ist denn jetzt richtig? Leonie, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Du bist manchmal ganz schön kompliziert. Nein, bin ich nicht. Doch, du nimmst immer alles so ernst. Sei doch einfach mal ein bisschen lockerer, so wie... Ach, ist ja auch egal. Was? Was? Was wolltest du gerade sagen? So wie wer? Locker sein wie wer? Na, so wie Marc zum Beispiel. Samia, warte. Vater, hallo. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über deinen Anruf gefreut habe. Schön, dass du Zeit hast. Für meine Tochter doch immer. Ich wusste, dass du irgendwann zur Vernunft kommen würdest. Wie war das? Jetzt sag nicht, du misstraust mir noch immer. Was erwartest du denn, nach allem, was passiert ist? Dass ich dir um den Hals falle? Samia, ich wollte... Du hast mich einmal verraten und du würdest es wahrscheinlich wieder tun. Nein, niemals. Gib's doch zu! Der Diamant, den du mir gezeigt hast. Du willst mich doch damit nur zu dir locken. Was redest du denn da? Dieser Diamant ist die Grundlage für deine Zukunft. Du willst mich damit kaufen. Und wer weiß, eines Tages verkaufst du mich dann wieder. Samia, ich bin mit ehrlichen Absichten nach Deutschland gekommen. Ich liebe dich. Der Diamant bedeutet mir nichts. Du bist mir wichtig. Wenn du willst, werfe ich ihn weg. Sofort. Bitte was? Du bist mir wichtig. Wenn du willst, werfe ich ihn sofort weg. Alles Gute. Noch ist nicht alle Tage Abend.
Bei uns in Afrika sagt man, wer über einen Graben springen will, muss auch Anlauf nehmen. Was soll das werden? Ein Überraschungsangriff? Ist der nötig? Wenn es um Ihre Freundin geht, nein. Sie sollten ein Auge auf Ihren Bruder haben. Aha, welcher Begründung? Ich glaube, dass er seine Kalkulation absichtlich manipuliert hat. Vera will nichts mehr von Ihnen wissen. Kapieren Sie das endlich? Sie irren sich. Vera und ich sind noch verheiratet. Und ich würde alles tun, damit es so bleibt. Ja, aber sie wird sich nicht darauf einlassen. Sie haben mich offensichtlich nicht verstanden. Lassen Sie die Finger von meiner Frau, wenn Sie keine ernsthaften Probleme wollen.